Gestern Nacht hatte mich wieder in Träumen die Panik überfallen, dass ich das Werk nicht vollenden würde vor dessen Verfallsdatum. Und es brachte mich dazu, selbst diese Unmöglichkeitserkenntnis, die Wahrnehmung der Welt, das Betrachten der Abziehbildchen nicht als das Entscheidende zu betrachten, denn der Buddhist sagt, selbst von diesem Phantasma musst du dich loslösen, damit du dem vollständigen Erlöschen anheimfällst. Aber heute weiß ich, das ist immer nur ein Teil der unganzen Wahrheit, der dritte unganzen Wahrheit, wie wir sie schon immer beschrieben haben. Denn die andere Seite des Durchlaufs durch diese wundersamen Einfältigungsmaschinerien um die Wiederkehrmachung des gerade Lebendigen und des nicht auszulöschenden gegen das Anhangen am erst recht, weil wir ausgelöscht werden, Wiederkehrmachenden, das ist Teilstruktur dieser anaximandrischen Widerspenstigkeit und Widersprüchlichkeit, die notwendig ist, damit sich diese Maschinerie weiter erhält. Auf der einen Seite die Begehrensverweigerer, die den zweiten Tod sterben wollen, der endgültigen Ruhe und des Friedens, die kleinen Jungs im imaginären Verhältnis zur Mutter, und auf der anderen Seite diese Spaltstruktur, dieses Messer, das vom Begehren, von der Geilheit, von dieser Veränderung ausgeht auf den Phallus, auf das Groß A, auf die Abgöttliche und von da ihre zerstörenden Kali, Kalok, Kala-Strukturen hinüber in jenen Apparat des Systemunbewussten, macht ihren Schnitt durch die Imaginärachse, damit das gebrochen werde, damit durch den Bruch erst die Möglichkeit der Generierung der Welt und der Aufspannung der Welt und ihrer Reflexionswahrnehmung erfolgen kann. Beide Seiten stehen in inkompatiblem, tödlichem Widerstreit und keine kann den Wettstreit gewinnen, denn ihre Durchläufe sind notwendige Formen der episodischen Wiederkehr immer wieder gleicher Weltkonstruktionen, die mal auf der einen, mal auf der anderen Seite die Oberhand gewinnen, um eben das ganze Schauspiel weiter sich vollziehen machen zu lassen.